Ich schütte mein Haus ab. Ich krieg's nicht hin. Okay, ciao. Wir sind jetzt auch mal hier, wie du, fleißig. Produktiv? Super. Einen wunderschönen guten Morgen. Kamera beschlägt die ganze Zeit. Ja, wegen der Klimaanlage. Auf jeden Fall sind wir jetzt aufgestanden. Gestern sind die letzten unserer Reisetruppe angekommen. Ich habe sie gestern beim Flughafen abgeholt. Hallo! 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 Und da will ich rauchen. Ups. Mega funny irgendwie. Ich habe Dennis nicht so gut aufgeklärt, was die Regeln hier auf Davao angeht. Denn hier zum Beispiel, das ist verboten zu rauchen in der Öffentlichkeit. Also generell ist es in der Öffentlichkeit verboten zu rauchen. Es gibt so extra Raucherbereiche und deswegen wurde er am Flughafen direkt darauf angesprochen. Danach sind wir direkt auf Paradise mit der Fähre. Jana, komm, kommst du? Irgendwie, wir sind so richtig, wir kommen immer so erst so um 9 am Frühstückstisch an. Wir sitzen so richtig verschlafen. Unsere Familie, die sitzt schon so seit Stunden da, hat schon gewartet. Ich bin um 6.30 Uhr aufgewacht kurz und war so, boah, soll ich jetzt aufstehen? Und da hast du noch tief geschlafen und geschnarcht. Und da hast du noch, nee, ja. Eine Lügnerin, weil du musst mit 30 Minuten gestartet und es gab Bilder, wie Iliana die Hand in dein Gesicht schmeißt. So, die Palme sind da! Wir sind jetzt hier am Frühstückstisch, haben jetzt auch schon Frühstück bestellt. Unsere Fruit Platter ist ein Muss, Mango Slices auch. Ich habe diesmal ein Sandwich bestellt. Ich dachte, ich mach mal was anderes außer Reis. Die Pater wollte was von dir. Wir baden jetzt alle. Da hinten sind sie schon, die ganze Crew. Wir genießen die Sonne. Ich habe auch schon Sonnenbrand. Kann man es sehen? Kann man es sehen? Ich habe Sonnenbrand. Ja. Ich habe. Ah, Lori ist auch im Wasser. Einfach mit normaler Windel. Mit ihrem Body. Scheiß drauf. She's living the life. Ganz scheiß die alte. Wow, Lorena! Badest du? Ja. Badest du? Kleine Schwimmmaus, badest du? Badest du? Ich bin so eine Psychomom. Und sie so. Versuche einfach noch zu überleben. In the water. Hier sehen sie drei Wale. Oh! Das ist der Wahlgesang. Der Wahlgesang. 1, 2, 3. Okay. Hallo. Hadi und Malia sind auch da. Wow. Malia, du hast aber eine coole Schwimmweste. Ja, die findest du nett. Die so. Hadi und Katrin haben jetzt zum allerersten Mal Coco Hallo Hallo bestellt. Wir waren schockiert, dass da Käse drauf ist, Leute. Also, ja. Wir sind jetzt die Germans, die hier diese philippinischen Sachen probieren. Ja. Und bei uns kriegt ihr die ehrlich deutsche Meinung. Ist wirklich so. Die Filipinos sind ja sehr crazy Sachen gewohnt. Also anscheinend soll man es durchrühren. Ah, ja. Genau, da ist so alles drauf. Also Cornflakes, Schoko, nicht Schoko, Banane, ja. Boah. Was ist das denn? Käse. Also Katz sagt, man soll es durchmischen. Oh Gott, ja, mich voll. Unten drunter ist nämlich Eis mit Kondensmilch. Aha. Ja, das sieht so lecker aus. Ich hab's jetzt auch nicht. Mit dem Eis ist es jetzt intensiv und dann ist der Geschmack sehr angenehm. Ja. Am Anfang, wenn man das so isst mit dem Käse, ist es sehr das so. Mit Käse, das ist schon crazy. Ich schmecke jetzt noch Spaghetti. Nee, das schmeckt was anderes. Und da ist auch Dings drin, wie heißt das? Jackfruit. Echt? Ja. Diese gelbe Frucht. Mhm. Die ist auch so Gelee-artig. Gut. Approved. German approved. Ich hab's jetzt auch bestellt. Willst du auch?
gibt, die so, ich bleib bei meinem Vanilleeis. Hello. Wir sind jetzt hier auf dem Boot. Wir machen gleich eine Island-Hopping-Tour. Und zwar um Summer Island. Ja, heute werden wir auch so ein paar neue Sachen entdecken. Eventuell Cliff-Diving, wer sich traut, darf von der Klippe springen. Da bin ich natürlich ganz vorne mit dabei mit meiner Kugel. Nicht? So, wir machen jetzt hier eine kleine Tauch-Experience. Spaß. So krasse Tauch-Experience ist es nicht. Nee, eigentlich tauchen wir gar nicht. Guck mal, nee. Oh mein genau. Gott, ich hab's gar nicht mehr so in Erinnerung, da waren sogar Fische im Wasser. Ja. Ja, obviously, wir sind hier mehr. Natur? Wir sind jetzt hier bei Pearl Farm angekommen und schauen uns die Miesmuscheln an. Das sind so riesen Muscheln unter Wasser. Das haben wir schon mal gemacht. 2016 oder so? Wo mein Handy kaputt gegangen ist. Oder 2018 sogar. 2018? Vor 5 Jahren. Und Lori kommt auch mit. Kommst du mit? Ich glaube, Dennis überlegt sich noch, ob er geht. Ich glaube, ich gehe schon mit rein, aber es hat damals so lange Haare. Sachen, immer guck mal, wie lange meine Haare damals waren. Oh ja, das ist irgendwie lange Haare. Das ist aber echt krass. Wow. Man sieht es halt im Boden nicht, das ist ein bisschen creepy. Ja, aber hier ist, glaube ich, noch ein bisschen tiefer. Da vorne ist, glaube ich, dann höher. Ja, ich glaube auch. Aber guck mal doch, da unten siehst du die Line. Siehst du die? Ah ja. Da ist der Boden. Ja, das sind so 4-5 Meter. Da, die geht immer noch weiter. Ja. 4-5 Meter? Ja. Aber da vorne sind es nur 1-2 Meter. Ach, das schafft ihr schon. Und Anna bleibt hier so auf dem Boden. Ja, das schafft es. Ja. Nein, ich kann mir... So, die anderen sind jetzt drüben auf der Floating Island und die kriegen gerade quasi so erklärt, was es zu sehen gibt da unter Wasser und was sie erwartet und was für Regeln es gibt. Und ich habe das schon 4-mal oder so gemacht. Also jedes Mal, wenn Besuch da war, sind wir jedes Mal hergekommen. Aber es ist auch wirklich jedes Mal echt sehenswert. Ich bleibe hier aber auf dem Boot mit Lorena und ja, bin gespannt, wie es die anderen finden. Es ist echt krass, sowas habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Sowas sieht man immer nur in Filmen, einfach so riesen Muscheln mit einem Durchschnitt von boah, über einen Meter. Also die sind riesig und teilweise, wenn man Glück hat, gehen die auf und man sieht eine Perle. Genau, das ist unser erster Stop von unserer Island Shopping Tour und danach geht es auf eine andere Insel zum Schnorcheln. Da gibt es anscheinend richtig schöne Korallenriffe. Da hinten sind die. Wie in der Schule sitzen die in der ersten Reihe. Mal alle eine Weste tragen. So richtig Gruppenzwang. Wir haben halt keine getragen. Meine Brille besteht schon. Dora. 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 Yes. Und seid ihr excited? Ja. Was euch da unten erwartet. Viel Spaß! Hier sind wir so im Europapark. Ja, immer. Ja, Crop Top! Also ein bisschen zu klein geraten. Aber sexy. Sexy sieht's aus. Ich hab gerade so eine Brille kaputt gemacht. Oh! Nee, ich hab mir gegeben. Aber echt, was ehrlich? Wow! Wow. Toll machst du das, Iliana! Und, wie war's? Voll geil. Komm mal her. Aber das ist voll krass. Man darf nicht mal stehen. Ich glaube, weil wahrscheinlich die Leute die Muscheln kaputt gemacht haben oder so. Oh, also wir sind nur geschwommen. Oh. Ja, aber war voll cool. Iliana hat sogar auch einen Starfisch gesehen. Echt? Iliana, hast du einen Sternfisch gesehen? Ich hab zwei gesehen. Wow, und wie, waren die schön? Ach, schön. Iliana hat gesagt, sie will nicht mehr rausgehen. Sie will nicht mehr rausgehen, war sie eine Meerjungfrau? Ja. Guck mal, zeig mal eure Abdrücke. Mein Gesicht. Naja, mir geht's aber eigentlich. Ja, stimmt, wir sehen wieder aus wie Geschwister. Ja, stimmt. Und Maria, hast du gesehen? Das sehen wir voll aus wie Twins, guck mal. Wir sind jetzt hier auf Isla Reta, haben einen kleinen Stopp gemacht am Strand.
und machen hier eine kleine Pause. Sieht so schön aus hier, ich war selber noch nie hier. Und der Sand ist auch mega soft. Da ist Kat. Yannick hat seinen healthy Riegel dabei. Mhm. Er ist jetzt healthy. Das hier ist der Reta. Ja. Ja. Warum? Hast du genannt? Hast du es genannt? Das steht da. Welcome to Isla Reta. Talikud Island. Ich habe gepostet. 7 Minuten online. Ich hasse Instagram so sehr. Tja. Komm wieder zurück zu euch, YouTube. Ja. Talikud Island habe ich genannt. Talikud Island, ja, stimmt ja auch. Wir haben jetzt hier einen Tisch bestellt. Wir machen hier einen Lunch. Ja, Lunchspot. Die ganzen Influencer hier. Echt so. Influencer-Event. Kat so im Marketing hat es mal kurz organisiert. Die Goodie-Bags. Und die anderen fliegen gerade mit der Business Class hierher. So, damit unsere Influencer nicht hier auf dem Boden sitzen müssen. Wir sind jetzt hier wieder zurück auf Paradise Island. Von unserer Island-Topping-Tour, es war richtig cool, weil wir auch an dem Strand waren, wo wir vorher noch nicht waren. Das war für uns auch was Neues. Und jetzt haben wir schon hier gegessen. Wir haben heute alle leider nicht zusammen essen können, weil wir für den letzten Tag uns noch alle eine Massage gegönnt haben. Beziehungsweise unsere Massage haben wir gleich noch. Also jetzt ist Yannick gerade noch bei der Massage und Vater. Wir genießen diese Massage richtig. Nee. Ist ganz lecker, das auch mit Ei. Eliana, schwitzt du? Boah, du bist aber nass geschwitzt, hey. Mama. Ja, musche Pipi. Mama. Boah, Eliana ist den... Ja. Okay. Eliana ist wirklich den ganzen Tag im Meer oder sandeln. Die war einfach bis, boah, weiß ich gar nicht, als 19 Uhr oder so, also da war es schon stockdunkel seit einer Stunde, war sie immer noch im Wasser, im Meer. Und jetzt ist sie die ganze Zeit nur am Sandeln. Also das ist einfach richtig ihr Ding. Okay, Mama. Danke. Wir haben jetzt auf jeden Fall gleich unsere Massage. Und die Band hier ist so gut. Also ich hoffe, unser Video wird nicht gesperrt wegen der Hintergrundmusik. Aber die Live-Band ist so gut. Die singt so gut. Das ist echt krass. Und morgen geht es für uns richtig früh raus. Um 4.45 Uhr. Weil unser Flug geht nämlich um 8 Uhr. Und damit wir einfach genug Puffer haben, um noch auf die andere Insel zu kommen, müssen wir um 4.45 Uhr ready sein. Jetzt kommt Cello. Boah. Ich finde, es fühlt sich irgendwie voll so an, als wäre es so der letzte Tag, aber wir haben noch so viele Tage vor uns. Ja, eigentlich schon, aber es ist der letzte Tag auf Paradise. Genau, und das macht mich irgendwie so traurig, weil wir müssen uns schon von den süßen Kellner verabschieden. Ja. Traurig. Deswegen noch das letzte Mal Buko Hallo Hallo und das letzte Mal Mango Float, also zumindest hier. Mhm. Yummy.